Jo, und auf dem Kanal sind, hören wir auf live mit mir, dem Digi-Helden und dem halbnackten Geralt in der Assassinen-Rüstung. Ja, ich hab mal gedacht, er steht übrigens im Stein drin, das ist Absicht. Weil es ist eine Assassinen-Rüstung und Assassinen-Rüstungen sind halt halb verborgen. Ja, ist ja klar. Also, er hat die schicken Stiefel an und dann dazu die Hose mit, Strapsen in Jeans und darüber ein Hauch von nichts samt Handschuhen. Ja, genau. Und mit dieser Tracht, die sogar eine Tracht Prügel verdient hat. Ich weiß gar nicht, warum sollte ein Assassine so rumlaufen? Mal ehrlich, warum sollte ein Assassine so rumlaufen? Ein Assassine sollte unauffällig sein. Sieht das unauffällig aus? Ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls wollen wir damit die traurige Geschichte der Großbartbrüder erzählen. Jeweils steht das rechts unter dem Radar. Und da sind wir halt hier an dieser Höhle gelandet. Ich glaube, das war auch das Ende von dem letzten Teil. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass das so war. Und wir gehen jetzt hier mal so hinein. Könnte glatt meinen, sein Po wird ein bisschen, wie soll man sagen, in Szene gesetzt. Allerdings muss ich also aus meiner Sicht sagen, da könnte noch ein bisschen. Oh, Ritterhandschuhe. Ja, da könnte halt noch ein bisschen mehr drin sein an Po. ja, ich habe halt irgendwie mir so mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich laufe jetzt irgendwie schon seit bestimmt 150 Teilen mit der Katzenrüstung rum und das dauert ja noch ein bisschen, bis ich sie halt aufwerten kann. Und da habe ich mir gedacht, ich laufe mal mit ein bisschen anderen Sets rum. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Set ist, was ich hier habe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt genug ist, um diese Quest hier zu bestehen. Aber eins weiß ich, das ist die erste Quest, mit der ich anfangen werde. Ich weiß nicht, welche es weitergeht. Ich weiß nicht, wie lange ich es mache. Okay, ich bin jetzt geschätzt. Aber eigentlich werde ich die Fackel haben. Aber es ist jetzt erstmal so. Dass ich halt, ja genau, dass ich halt mit der Assassinenrüstung angefangen habe und dann mal gucken, was als nächstes kommt. Dann, ich habe noch nicht so richtig alle Sets zusammen. Das sieht aber sehr stark nach einem Zeichen für, ja, für Hexenrüstungen aus. Mal gucken, was hier noch so kommt. Huch. What the hell? Was steht da einfach irgendwie einer rum? Was fällt dem ein? Was erlauben Strunz? Oh, scheiße, ich hab vergessen. So sieht man sich wieder. Und? Hast du es dir überlegt? Willst du die Großbartbrüder mit mir jagen? Ja, wir können sie zusammen jagen. Großartig. Dann nichts wie los. Ich habe ihre Spur gefunden. Sie können nicht weit sein. Okay. Die Großbartbrüder. Es könnte tatsächlich irgendwo eine, ein Teil einer Rüstung sein. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mich umzuskillen übrigens. Nur mal so nebenbei. Irgendwo muss es das ja in der Taverne so einen Typen geben, mit dem man sich umgehen kann. Ich glaube, es kostet 1000 Uren. Ah, da sind schon die ersten Gegner. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Verdammte Hexerei. Oh Gott, was war das denn? Komm schon. Gefällt mir, wie du stirbst. Scheiße! Den haben wir verdient. Wieso ist der denn tot? Was soll denn das? Ich hab, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet, dass der so einfach wegstirbt. Kann ich wahr sein? Der ist einfach so weggestorben. Ich dachte, der hält mehr aus. Ich habe noch ein bisschen hier so hier gemacht und ein bisschen noch so da gemacht. Aber jetzt mache ich ernst. Jetzt mache ich ernst. Das kann ich dir sagen, so geht das nicht. Und nebenbei starte ich natürlich mal wieder meine Ruhe, denn das ist halt Tradition. Der erste Teil am Tag
wird verkackt. Na? Ja, was die Zeit angeht. Okay, dann stecken wir die Fackel jetzt mal weg. Genau. Und dann machen wir noch das Schild. So. Und es geht weiter. So. So sieht man sich wieder. Ja, hatten wir schon, hatten wir schon. Ja, wir können sie zusammen jagen. Großartig. Dann nichts wie los. Ich habe ihre Spur gefunden. Sie können nicht weit sein. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht die Stelle. Ich habe gedacht, ich hätte noch später gespeichert, aber das habe ich nicht. Da habe ich mich wohl ein bisschen geirrt. Aha. Rüstung des Eidbrüchigen. Interessant. Muss mal schauen. Aha, immer. Und eine Bolle voll Rum. Schade, leider. Die hätte ich jetzt übersehen, ne? Diese Rüstung. Achso, da war ich ja gerade. Orientierung, ja, Orientierung. Das ist etwas, was jemandem fehlt, der sofort Fan einer Navi-Software war. Ich kann mich übrigens an diesen Jengel Fred. Ist das so eine Art Anspielung am Boba Fett? Ich kann mich an den Typen ehrlich gesagt nicht so richtig erinnern. Alter, ich wollte das Schild machen, verdammt! So. Da haben wir das Schild, jetzt gibt's auf die Fresse und jetzt gibt's keine Gnade. Das ist deine Art, Mutant! Oh, oh. Ein verfluchter Zauberer! Deine Mutter hat dich rausgeschissen! Jetzt wird dich das Grab zurück! Fällt mir, wie du stirbst! Ich bin in der besseren Position gerade. Die Herde Geißböcke soll dich aufspießen. Oh Gott, komm runter da. Na, danke schön. Gescheitert? What the hell? Wieso ist die scheiß Quest gescheitert? Ein Hexer, wie? What the hell? Warum ist diese scheiß Quest jetzt scheiße nochmal? Scheiße gescheitert. Hab ich doch. Da steht: Hilf dem Schatzjäger, mit den Großbartbrüdern fertig zu werden. Sollte ich jemals müde werden, über Geralt von Riva zu schreiben, sollte ich die Geschichte von Jerge Fred zu Papier bringen, einem reisenden Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. Geralt traf diesen außergewöhnlichen Mann aufs Gellige, wo er Jagd auf die berüchtigten Großbartbrüder machte. Fetts Informationen zufolge gingen sie gerade einem ruchlosen Geschäft im südlichen Teil der Insel Artskellig nach. Jerge Fretz hatte recht, die Großbartbrüder hatten sich wirklich auf Artskellig nie versteckt. Geralt und der Kopfgeldjäger fällten den Entschluss, sie gemeinsam zur Strecke zu bringen. Ja. Und das habe ich doch jetzt gemacht. Ha. Interessant. Das muss ich dann wohl nochmal versuchen. Das ist jetzt auch nichts irgendwie. Nachvollziehen. Ja, ich weiß gar nicht. Na gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich
wissen, was da passiert ist. Habe ich vielleicht den Typen getroffen? Das kann ja passieren. Der Fluch, der auf Uma lastete, aber es ist schon ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen niedergeschlagen jetzt. Ich bin allerdings jemand, der halt eine Quest so lange spielt, bis sie funktioniert. Als elfischer Wissender. Ja, wenn ich immer wieder nachlade, das ist mir jetzt bei The Witcher 3 nicht so oft passiert und ich glaube, ich habe auch noch kein Let's Play gemacht, wo das so möglich war. Aber ja, eigentlich normalerweise bin ich so ein Spieler und so ein paar Anläufe werde ich wohl noch machen. Dafür zu haben. Danke, einmal reicht. Bis dann. Hat jemand gesehen, wie gut ich diese, also sozusagen wie filmreich ich diese drei Typen zerlegt habe? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Das war ja fantastisch. Ich bin total zufrieden mit mir. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit mir. Schreibt's mir in die Kommentare. Bitte nur Lob, alles andere erträgt mein Ego nicht. Und wird sofort gelöscht. Bärenausrüstung, ja, okay. Irgendwann werde ich auch mal die Bärenrüstung und die Greifenausrüstung anziehen. Aber so von meinem Stil her ist es nicht so mein Ding. Vielleicht auch ein Grund, warum ich die Assassinen-Rüstung als erstes gewählt habe, weil halt, ja, das meinem Stil auch am nächsten kommt. Und weil es mit A anfängt. So, das Hasenfell haben wir jetzt auch, dann können wir jetzt gehen. Und zwar geht es zur nächsten Quest und die heißt... Ah ja, wollen wir mal gucken. Die 30 haben wir, die 26 hohe Einsätze, ist das überhaupt... Ne, das ist halt mit Squint. Und sonst haben wir 33. Wieso ist denn das rot? 28. Ich bin gerade aufs Gellige, das ist praktisch. Ach, das ist rot, weil das halt zu hoch ist? Aber das ist doch auch nicht. Hier, guck mal, das ist 30. Und das war... Ach, das ist 35, okay. Na, aber das denke ich mal. Und dann haben wir ja gar nicht mehr so viele, ne? Dann können wir schon weitermachen. Denn dann haben wir so ziemlich alle Quests. Ja, so. Ne? Du weißt Bescheid. Schatz suchen aber noch ein paar. Aber. Ja. Das ist so mein Privatvergnügen. Das ist Bucky. Na, mal gucken. Wenn, ja, ich weiß nicht, also Deva, ne? mein Feedback Master Nummer 1, der hat halt irgendwie gesagt, er will alles sehen. So will er halt auch die, die Schatzsuchen sehen. Gucken wir mal. Was für ein Level ich habe, wenn ich, die Nebelinsel anfangen. So. Ja. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, jetzt habe ich irgendwie... Jetzt habe ich ja nicht mehr so viele Quests. Ich hoffe, dass dann noch ein paar Quests kommen. So. Naja, das ist ja jetzt auch nicht so weit. Könnte man glatt sogar hinreiten, beziehungsweise kann man nicht, weil ich glaube, hier gibt es nicht so unbedingt den besten Weg dafür. Aber ist auch direkt ein Wegweiser. Sonst wäre das auch mal aus. Und dann kriegen wir vielleicht in dieser Folge
eine weitere Quest und das wäre jetzt auch nicht so schlimm, ne? Und weiter geht's. Wirklich ein mächtiger Krieger. Ja, genau. Halbnackt, aber mächtig. Oh, ein Hexer. Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Drache? Erzähl mir von diesem Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht. Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Klauen. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Reden wir über die Belohnung. Die Belohnung für diesen Drachen entspricht dem, was ich sonst für einen Neckar bekomme. Mhm. Das ist viel. Aber ein Drache ist auch viel. Na gut, angenommen. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Milas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povis bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor. Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Also im Norden werden die Leichen aufgebahrt, ohne nochmal irgendwie so ein bisschen verschönt zu werden. Das erinnert die Lebenden daran, dass die Leichen auch wirklich tot sind. Oder? Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, der muss sich keine Sorgen mehr um Schuhe machen. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten, anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst, gerne. Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Oha! Oha! Ach, naja. Ein, schweres Wort in diesen Tagen. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Okay. Der Mann hat seine rechte Hand verloren. Rechte? Ne, es war seine linke. So. Gut, dann rennen wir mal zur Lichtung. Und, es kann ja nicht weit weg sein, wenn die schon als Kind da gespielt haben. Ist irgendwie in letzter Zeit ein neuer Patch rausgekommen? Aber irgendwie läuft das Spiel so gut. Gerade irgendwie so konstant 60 Frames. Oha. Und das trotz Aufnahme, ne? Das muss man immer so noch dazu bedenken. Das kostet eigentlich auch Frames. Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Vielleicht mag er ja keine Kuh. Das Blut der Kuh, es könnte mich zum Versteck führen. Ja, dann wollen wir mal... Ach, das, guck mal, da ist so ein schicker Turm. Da ist bloß so ein schicker Turm. Boah. Das ist ein Belagerungsturm. Ein ziemlich großer Belagerungsturm.
Was zur Hölle steht er hier einfach in der Wildnis rum? Ich meine, was wollten die hier belagern? Ein toter Wolf. Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Na, ein Schelm, wer da an den Turm liegt. Ein Nest, wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Genau, warum sollte der Gabelschwanz auch zu seinem Nest zurückkehren? Plötze! Los, los! Ich wollte gerade ein ganz mieses Wort sagen. So, jetzt! Oh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe, in diesem Spiel über einen Zaun zu springen mit dem Pferd. So. Respekt, Hexer! Ja, danke schön. Das Spiel hat es bemerkt. Gute Matrix. Gestern auch gesoffen. Oh ja, mir sind sogar die Haare weiß geworden. So. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Leb wohl. Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf, ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen? Hey, Schäfchen, komm her. Wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Schäfchen. Ey, wir stehen! Hü, Schaf. Hey, ja. So, hopp, hopp. Ja, ja, mal gucken, ne? Ob das da irgendwie ein Gabelschwanz ist oder vielleicht doch ein Drache. Wir werden es sehen in der nächsten Folge, denn diese Folge ist leider schon wieder vorbei. Lass mir doch einen Daumen da oder einen schönen Comment, wenn du was zu sagen hast. Ansonsten noch viel Spaß auf YouTube und... Auf Wiedersehen, tschüss!